Dankeschön. Hoffentlich geht's Ihnen gut, ja? Mir geht's nicht so gut. Meine Frau ist abgehauen mit meinem besten Freund. Und ich vermisse ihn sehr. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Studio. Ich freue mich, dass wir so viel Prominenz hier haben. Guten Abend, Herr von Weizsäcker. Guten Abend, Herr Lümmer. Wir freuen uns sehr über Ihre Nichtanwesenheit. So, Nachrichten wieder heute Abend. Bisschen schlechte Nachrichten in den letzten Tagen, aber davon wollen wir Sie gerade ein bisschen ablenken heute. Und wenn man so Nachrichten studiert, so in verschiedenen Ländern, und man braucht nicht mehr weit zu gehen. Zum Beispiel, Nachrichten in der DDR sind völlig anders als de Nachrichten hier in der Bundesrepublik. Klaus Havenstein zeigt Ihnen mal, wie in der DDR Nachrichten gelesen werden. Guten Abend. Der Betriebskampfgruppe des Schokoladenkombinats Rote Oktober ist es in außerplanmäßigen Einsätzen gelungen, 180.000 Weihnachtsmänner in Staniol einzupapieren. Die Schokolade wird zu Ostern nachgeliefert. Und jetzt zeigt Dieter Krebs mal den Kontrast, wie es dann hier in der Bundesrepublik geht. Bitte, Dieter. Die an der polnischen Grenze konzentrierten Truppen der UdSSR gaben heute in weiten Teilen der westlichen Welt Anlass zur Besorgnis. Der sowjetische Außenminister Gromyko teilte jedoch mit, dass die russischen Truppen nicht in Polen einmarschieren werden. Sie machen lediglich an der polnischen Grenze eine kleine Pause auf ihrem Weg nach Paris, Amsterdam, Brüssel und London. Und nun zum Abschluss die Lottozahlen. Sie lauten 7, 8, 14, 29, 39, 45. Und damit, meine Damen und Herren, verabschiede ich mich für immer bei Ihnen. Im dritten Programm gibt es so spezielle Nachrichtensendungen. Beatrice zeigt Ihnen mal eine Nachrichtensendung für Schwerhörige. Immer mehr Jugendliche leiden an Hörschäden, die auf den allzu häufigen Besuch von Diskotheken zurückzuführen sind. Immer mehr Jugendliche leiden an Hörschäden, die auf den allzu häufigen Besuch von Diskotheken zurückzuführen sind. Der Interessenverband zur Bekämpfung des Umweltlärms forderte heute von der Bundesregierung wirksamere Maßnahmen gegen die Lärmbelästigung. Der Interessenverband zur Bekämpfung des Umweltlärms forderte heute von der Bundesregierung wirksamere Maßnahmen gegen die Lärmbelästigung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zuerst eine kurze Zusammenfassung der Höhepunkte vom Besuch Helmut Schmidts bei Erich Honecker. Bei der Ankunft in Ost-Berlin wurde der Bundeskanzler von einer begeisterten Menge DDR-Bürger begrüßt. Erich Honecker zeigte sich am ersten Tag enttäuscht. Bei der Vorbereitung des Besuches hatte der Bundeskanzler zugesagt, Otto mitzubringen. Statt aber, wie er hofft, herzhaft lachen zu können, musste Erich Honecker feststellen, dass es sich um Otto Graf Lambsdorff handelte. Auf dem Marktplatz von Güstrow gaben die beiden Staatsmänner den Startschuss zu einer Schneeballschlacht zwischen westdeutschen und ostdeutschen Fotografen. Das sind Schneeschlachtenbummler, ja. Bei der Verabschiedung auf dem Bahnhof in Güstrow fiel es Erich Honecker im letzten Moment ein, dass der Bundeskanzler vergessen hatte, eine Fahrkarte zu kaufen. Ja, das war ein Bonbon, hä? Ja, nicht der Witz, was er überreichte. Vor der Abfahrt des Bundeskanzlers hatte Erich Honecker auf die Herzlichkeit der Begegnungen hingewiesen und betont, dass er in Zukunft alles tun werde, um die gut nachbarschaftlichen Kontakte weiter zu vertiefen. Politische Beobachter zweifeln allerdings an der Aufrichtigkeit dieser Worte, denn direkt im Anschluss an die Verabschiedung enthüllte Honecker das Denkmal des Mannes, der die Bonner Politiker am meisten durch den Kakao zieht. Heintje had geheirat.
Antje moesten heilen. Ja, ik meen, wenn jemand miljonair wird mit Mama, dan wil hij ook wel papa werden. Heintje is Hein geworden. Dat had zich zo veranderd. Voor 10 jaar hebben we mal een duet gesungen. Zusammen über die vielen Holländer, die im deutschen Fernsehen auftreten. Und schauen Sie mal, wie sehr er sich verändert hat. Schauen Sie einmal das Fernsehen an. Nulpen aus Amsterdam. Ganz egal, ob man sie verstehen kann. Nulpen aus Amsterdam. Ob im ersten, zweiten, dritten Programm. Nulpen aus Amsterdam. Außer Käse und so weiter, kommen wir aus Gastarbeiter. Was der Stock nicht singen kann, singen Nulpen aus Amsterdam. Singen Nulpen aus Amsterdam. Hat es sich verändert? Ich mich nicht, überhaupt nicht. Sie? Ja, doch. Habe ich mich verändert? Ja? Wenn ich in den Spiegel gucken habe. Oh. 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 Beatrice? Ja? Wer ist das? Ich? Bist du? Oh, dann ist gut. Der Verband Deutsche Kantinenwirte fordert für seine Mitglieder nach der Mittagspause eine Mittagspause. Mahlzeit. Kann ich einen Sprudel haben? Haben Sie das Schild nicht gelesen? Wir haben von 14 bis 15 Uhr geschlossen. Hören Sie, es ist ein paar Sekunden nach 14 Uhr. So genau brauchen Sie das nicht zu nehmen. Ja, und wenn ich Ihnen jetzt eine Flasche Sprudel gebe, dann kommt der nächste Willen auch einen haben. Und ich, wie es versehe, ist die Stunde im Eimer. Ne? Ja, das Fläschchen hier mag auf der Theke, steckt die Flasche weg. Das merkt doch kein Mensch. Doch, ich. Und ich bin jahrelang großzügig gewesen. Jetzt ist bei mir Sense. Um 15 Uhr können Sie so viel Flaschen haben, wie Sie wollen. Wissen Sie was? Ich setze mich hier auf die Theke und warte, bis es 15 Uhr ist. Wollen Sie was trinken, während Sie warten? Die Deutsche Bundespost will demnächst Bildtelefone einführen, damit man den jeweiligen Gesprächspartner nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Ein paar solche Apparate sind schon in Betrieb. Vielleicht können die Zuschauer, die über so ein Apparat verfügen, uns mal anrufen, damit die Fernsehzuschauer sehen können, wie das funktioniert. Die Nummer ist 1234571. So, jetzt bin ich gespannt, ob jemand anruft. Ah, hallo, hallo, guten Tag, Herr... Richter aus Duisburg. Ah, guten Tag, Herr Richter. Sie sind ganz schön im Bild. Können Sie mich auch sehen? Ja, ja, ausgezeichnet. Ja? Sie wissen, dass Sie auch von den Fernsehzuschauern gesehen werden? Das ist eine tolle Erfindung, ist das. Und übrigens freue ich mich natürlich mächtig, dass ich mal mit Ihnen persönlich sprechen kann. Wissen Sie, ich bin ein ausgesprochener Fan von Ihnen. Ich habe jede Show von Ihnen gesehen. Sie wissen ja selbst, Ihre Shows sind jedes Mal die reinsten Straßenfeger. Und deswegen gehe ich bei Ihren Shows auch nie aus dem Haus. Danke, danke. Ganz lieb. Auf Wiedersehen. So, jetzt möchte ich mal eben meine Frau anrufen, damit Sie die auch mal durch das Bildtelefon kennenlernen werden. So. Hallo? Hallo, Liebling. Ich bin's. Schön ist das. Du, wirst, du siehst mich jetzt zweimal. Einmal auf dem Bildtelefon und einmal in meiner Fernsehshow. Oh, du Liebling, ich sehe mir deine Show nicht an. Nein? Was machst du dann? Du bist ja der Badewanne. Du, wenn du gerade dran bist, kannst du mir mal eben Rücken schrubben? Rückenschrubben? Ach gut. Guten Tag. Guten Tag. Bitte Sie wünschen. Haben Sie noch ein Einzelzimmer frei? Jawohl. Was kostet das denn? 125 Mark ohne Frühstück. Das ist viel zu teuer. So.
Willkommen bei den Nachrichten, wir sind wieder da. Wie jedes Jahr um diese Zeit tagt in Amsterdam der internationale Zwergenverband. Bei der Eröffnung waren Königin Beatrix und Prinz Klaus zugegen, um die kleinen Gäste zu begrüßen. Der Einzige, der lacht, oder wie ist das? Ja, war nicht gut. Zu Hause war er so witzig, aber hier niemand. Sie was ab, Herr Intendant von meiner Geise. Gut, Königin Elisabeth hat wieder eine neue Handtasche. Wie Sie aus der Presse erfahren konnten, wurde ihr beim Besuch in Londoner Stadtteil Brixton die alte Handtasche entwendet. Sie beschrieb den Täter als schwarzhaarigen Punker. Hier die Königin bei einer von Scotland Yard organisierten Gegenüberstellung. In de vergangene woorden lud die Queen 20 Engelse chefredacteuren van Tageszeitungen in den Buckingham Palace ein, om ihnen ihr Leid zu klagen. Sie bat Last Diana in Ruhe. Anschließend rauchte Prins Charles mit Vertretern der Boulevardpresse die Friedenspfeife. Misswahlen haben nichts von ihrem Reiz eingebüßt. Nach Miss Germany, Miss World und Miss Universum gibt es jetzt auch eine Miss Bundestag. In der letzten Woche wurde zum ersten Mal um diesen Titel gekämpft. Die Wahl fiel auf Annemarie Renger. Ich frage Sie, Frau Abgeordnete Renger, nehmen Sie die Wahl an? Ich nehme die Wahl an, Herr Präsident. Ungeachtet der schwierigen Bonner Haushaltslage hat der Bundestag beschlossen, dem ältesten Abgeordneten im Parlament einen Seniorenzuschuss zu seinen Diäten zu gewähren. In der letzten Woche wurde dieser Zuschuss zum ersten Mal verteilt. Sie kennen mich. Mein Geburtstag ist der 11. Juli 1906. Ich habe Sie zu fragen, ob unter den Abgeordneten ein älteres Mitglied anwesend ist. In diesen Tagen vor Weihnachten erwarten die deutschen Einzelhändler einen besonders lebhaften Umsatz. Wir haben uns für Sie im Weihnachtstrubel umgesehen. Guten Tag, kann ich mich hier mal umsehen? Was kostet die Puppe? Was kostet die Puppe? Wie viel Zylinder hat der Wagen? Wie bitte? Wie viele Zylinder hat der Wagen? 5. Rudi, du, ich weiß nicht, ob es durch deine Show kommt, aber ich glaube, ich bin jetzt schon so beliebt, dass man mir angeboten hat, in einem Werbespot aufzutreten. Oh ja? Ja? Für das Ding mit der Goldkante? Nein, für ein elektrisches Küchenmesser. Ah ja? Wann wird das gedreht? Morgen, ich bin schon fleißig am Üben. Ah ja, dann üben wir auch schön mal. Früher immer dieser Stress in der Küche. Aber jetzt mache ich meine Küchenarbeiten im Handumdrehen. Und wofür man so ein Ding alles gebrauchen kann. Für den Käse, fürs Geflügel und für Obst. Die Kriminalpolizei rät, wenn Sie in einen bewaffneten Überfall verwickelt werden, verhalten Sie sich ruhig. Well,
stehen bleiben. Ihre Brieftasche oder ich schieße. Hören Sie doch auf mit dem Quatsch. Den Trick kenne ich. Sie haben doch gar keine Pistole. Sie haben doch nur den Zeigefinger auf mich gerichtet. Na, das wüsste ich aber. Wie jedes Jahr vor Weihnachten fand auch dieses Mal auf dem See Genezareth ein Trabrennen statt. Spanien. In Madrid stellte die Polizei der Öffentlichkeit die neuen Warndreiecke für Autofahrer vor. Der deutsche Golfmeister Bernhard Lange spielt zurzeit in Tokio gegen den japanischen Ministerpräsidenten Suzuki. Suzuki liegt im Moment 791 Schläge im Rückstand. Tja, dann wollen wir mal anfangen. Was haben wir denn für ein Problem? Tja, also wissen Sie, wir waren ja noch nie bei einem Psychiater, aber der Zustand meines Mannes ist so besorgniserregend, dass ich der Meinung bin, er sollte unbedingt mit Ihnen reden. Also Sie haben die Probleme? Jawohl. Ja, können Sie das ein bisschen präzisieren? Ja, ich habe manchmal solche Minderwertigkeitskomplexe, dass ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht existiere. Hat er das öfter? Ja, ja, aber es ist nicht von langer Dauer. Haben Sie schon mal versucht, selber eine Erklärung für dieses Phänomen zu finden? Ja, als Kind war ich ungewöhnlich mager und hatte immer das Gefühl, von den Leuten überhaupt nicht beachtet zu werden. Stimmt, genau. Als ich ihn kennenlernte, fiel er mir überhaupt nicht auf. Aber seit ich Kontaktlinsen trage, sehe ich ihn mit ganz anderen Augen. Haben Sie mit diesem Komplex eigentlich Probleme in Ihrem Beruf? Ja, bei den Chefs und bei den Kollegen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich für denen Luft bin. Ja, Sie kommen solche Fälle in Ihrer Praxis häufiger vor? Ja, da machen Sie sich mal keine Sorgen, das kriegen wir schon wieder hin. Ja, ich würde sagen, wir fangen an und Sie lassen mich mit Ihrem Mann alleine. Aber bevor wir anfangen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese Therapie sehr teuer ist. Oh, Geld spielt überhaupt keine Rolle. Überhaupt nicht. Eine Sitzung kostet 700 Mark. Wie viel? 700 Mark. 700 Mark? Einmal Vanille, zweimal Himbeer und einmal Schokolade, bitte. Ein herrlicher Abend, nicht wahr, Liebling? Oh, da unten geht ein Polizist. Wunderbar, komm mal her. Komm, schau ihn dir mal an. Weißt du, jedes Mal, wenn ich einen Polizisten sehe, dann habe ich das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Man fühlt sich so sicher, so behütet, so beschützt. Man hat das Gefühl, es kann einem nichts passieren. Hm? An dieser Stelle kommen immer noch einmal Nachrichten, so mit Politikern und so. Aber wir sind in der Weihnachtszeit und wir möchten die Politik ein bisschen in Ruhe lassen. Die leben unter so einem Stress, manchmal 16, 17 Stunden am Tag, Sitzungen, Tage und Tagungen. Die haben überhaupt kein Privatleben mehr. Man fragt sich manchmal, ob die überhaupt noch Zeit für... Ja, kaum. Wir haben mal ein paar Politiker und Prominente gefragt. Herr Lambsdorff, können Sie uns etwas über Ihr Sexleben erzählen? Ich habe genug darüber gesprochen, mehr brauche ich nicht zu sprechen. Und wie ist es bei Ihnen, Herr Carstens? Das gefällt mir gut. Habe ich noch nie gespielt. Kennen Sie das Spiel? Herr Wiesmann, bewegt sich was?
Es bewegt sich was, Gott sei Dank bewegt sich etwas und es ist auch Zeit. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Stimmt es, dass Sie überhaupt keine Zeit mehr haben für... Nein? Doch. Ja, so. So, jetzt müssen wir weiter. Das reicht wohl. Ja, nicht, dass wir nicht mehr davon haben. Wir haben noch mehr davon. Aber... Möchten Sie noch mehr sehen davon? Ja? Noch mehr? Ja. Okay, wenn Sie es möchten, dann bitte. Herr Koschnick, ist Ihre Sekretärin eigentlich mit allem einverstanden? Wenn Sie nicht mitmachen. Uiuiuiui. Herr Stenzel, möchten Sie nicht viel lieber die deutsche Damenhandballmannschaft betreuen? Herr Bundeskanzler, macht's bei Ihnen noch Spaß? Macht Spaß, ja. Ja, ja, ja. So, da, jetzt reicht's, oder? Junge, Junge, Junge. Ja, 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 ich glaube, wir haben noch mehr davon. Ja, ja, stimmt auch, aber nee, jetzt. Nein. Möchten Sie noch mehr? Ja? Ja? Okay, dann zeige ich noch ein paar. Okay, wenn Sie es möchten, dann gut. Herr Minister Machthöfer, stimmt es, dass Sie sich persönlich in die Familienplanung der Deutschen einmischen? Ja, ich habe nicht einen einzigen Brief bekommen von irgendeinem kinderreichen Vater, der gesagt hat, Mensch, Matthöfer, das war doch eine prima Sache, die du da gemacht hast. Nicht still ruht der See. Herr Genscher, was halten Sie von Sex? Bitte? Von Sex? Das erhöht die Lebensfreude, ich weiß jetzt ja schon wissen. Herr Vogel, wird das eigentlich nicht langweilig? Nein, mir macht Spaß. Ich bin allerdings auch durch 30 Jahre ziemlich abgehärtet. Wir haben noch ein paar, aber die können wir erst am 31. Februar senden. Wenn Auslandskorrespondenten berichten im Fernsehen, dann zeigen sie manchmal auch Bilder von Kindern. Auf dem Schulhof in Israel, Elendsviertel auf den Philippinen, ein Dorf in Afrika. Und ich habe ein Jahr lang diese Bilder gesammelt. Und heute Abend möchte ich sie Ihnen mal zeigen. Kinder sind auf einmal ein Thema. Alles dreht sich um sie. Kinder passen plötzlich ins Schema. Es ist Weihnachtszeit. Kinder dürfen Wunschzettel schreiben, werden verwöhnt wie nie. Kinder sehen in Schaufensterscheiben. Es ist Weihnachtszeit. Es wird für sie gespendet. Plötzlich tun sie uns leid. Zeit wird für sie verschwendet. Denn das gehört zur Weihnachtszeit. Kinder finden offene Ohren. Jetzt sind sie uns ganz nah. Doch Kinder werden immer geboren, nicht nur Weihnachten, nicht nur in Bethlehem, nicht nur einmal im Jahr. So, das war's für heute. Ich möchte mich verabschieden von meinen Kollegen. Ah, wie ich sehe, auch völlig in Weihnachtstracht. Schön. Ich möchte mich verabschieden von Beatrice Richter, von Dieter Krebs und von Klaus
Hafenstein. Und, Rudi, entschuldige, ich konnte nicht, aber ich habe die Flasche nicht aufgekriegt. Moment, das stimmt was nicht. Hä? Wieso? Dieter Krebs, Moment, ich, Beatrice Richter, Moment, da mal eben schauen. Ja, Beatrice, Klaus. Ah, Sie sind heute bei uns. Sie wollten mal schauen, was wir so alles treiben, so hinter den Kulissen das miterleben. Ja, da finde ich aber doof. Ja. Dann können Sie gleich mittrinken mit uns, ja? Bitte alle hier rum und vielleicht einen Toast ausbringen. Möchten Sie einen Toast ausbringen? Ja? Auf Ihr Wohl trinken, auf das Wohl Ihrer Kollegen und Mitarbeiter. Na, das wünschen wir dann auch, ja, Prost. Und frohe Weihnachten, meine Damen und Herren. So, und wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder, nicht nächste Woche, wir sehen uns am 28. Dezember wieder. Nächste Woche nicht, da haben Sie auch mal einen Abend, dass Sie Montagabend früh ins Bett gehen können. Ja. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Mr. Sandman, bring me a dream, Heidi. Deine Welt sind die Berge. Kennt ihr die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe von der ganz Marokko spricht? Leb mich ein letztes Mal. Lass mich dich noch einmal spüren. Ich hab das Fräulein Badensee, das war schön. Da kann man baden sehen, rund und schön im Wasser stehen. Ausmädchen, Zweiche mit den Ledersticher Beinen. Wie der Gefährlich in dem Knienfedern kam. Der General. Denn nur was richtig sauber ist, dann richtig drin. Ja, wenn Erich Honecker und Helmut Schmidt sich so gut verstehen, dann kann man, was Deutschland angeht, nur singen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ist es. Gute Nacht.